Hallo Leute, willkommen. Es geht weiter, AirPod CEO und Sonntag, 0 Uhr, ja, mitten in der Nacht, aber auf dem Flughafen, da geht's rund. Da wird nicht stillgestanden und wir bauen jetzt weiter und zwar machen wir erstmal Foundation. Und zwar ein bisschen größer. So, ja. Das Ganze soll ja Secure Area werden. Mit auch entsprechendem Zugang dann hier. Also das, den Klo lasse ich, aber das hier mache ich weg. Dann könnt ihr nämlich hier rüber gehen. Und kann dann hier einerseits Sitzplätze machen, kann zwei Medium-Check-In-Desks machen. Das macht, glaube ich, ganz viel Sinn. Und kann hier dann ein Medium-Runway-Ding bauen. Medium-Stand bauen, so rum heißt das. So. Der passt dann nämlich sogar. Ha, habe ich hier perfekt geplant. Ich werde mal. Wo war das hier? Construction. Ich werde mal 20 Constructor mir dazu holen. 20 mehr Arbeiter. Dann haben wir ein bisschen mehr. Machen wir mal schneller. Nachts passiert ja jetzt hier sowieso nichts. Wir müssen halt. Doch, hier ist das Taxiway Foundation machen. Ja, also. So, ja. Und hier muss ich dann tatsächlich mal gucken, dass ich diesen Bereich hier abreiße. Wie macht man das? Den Bulldozer. So. Areas. Das wäre eine Secure Area. Ja. Auf jeden Fall. Die Wand hier will ich auch abreißen, Bulldozer. Die haben ja jetzt aber doch ein bisschen zu tun. Auf jeden Fall funktioniert das sonst momentan einigermaßen gut. Ich mache natürlich logischerweise miese, die vielleicht von Anfang an besser planen müssen. Wenn ich zu viel miese mache, dann muss ich nochmal neu anfangen. Ich habe auch meinen Flugplan noch ein bisschen mehr gefüllt. Ja. Hier brauche ich aber, habe ich halt mittlere Sachen und da brauche ich diesen Medium Stand mit zwei Service Desks und so weiter. Und da gucken wir einfach mal, dass wir den tagsüber heute mal fertig kriegen und dann vielleicht auch mal ein bisschen mit einem bisschen. Na, Zeugs befüllt kriegen. So, jetzt genau. Jetzt mache ich mal Pause. Dann kommen erstmal hier rein zwei Boarding Desks. Achso, haha, stimmt. It must be placed inside a secured zone. Also, das Ganze hier wird secure. Hier machen wir mal gleich noch Wall. Und eine Small Door hier rein. Achso, ich muss die Wall komplett machen, okay. So, und dann kommt hier eine Area Stuff. So, mit dem Sofa. Nein. So, dem Sofa und zwei Sesseln und einem Mülleimer. Gut, so, Mülleimer sind wichtig. Das Ganze ist hier natürlich secure. So, nicht zu vergessen. Ja, so. Und hier noch auf Pause, ja, können schon mal weitermachen, dass sie damit schon mal anfangen. Warte ich, bis der Medium Stand fertig ist. Macht vielleicht Sinn, dann weiß ich, wo die hin müssen. Auf jeden Fall können wir hier ein Gate-Seating schon mal machen. Zwei, ja.
und hier auch eine Food Area auszeichnen. So, und da hoffe ich, dass da auch was hinpasst. So, und ein Fridge Display. Keine Ahnung. Sign a contract. Passt die? Nee, was passt hier nicht? Wir brauchen 4 Kaffee-Fridges. Okay, das kriegen wir hin. Hä? Warte mal, 4? Kaffee-Count? Ach, Kaffee-Fridge. Okay, also diese Fridge-Display brauchen wir 3, 4. So, und dann kann ich sein Contact machen. Mit dem. Und sein. Und dann passt das hoffentlich. So, ihr habt hier 21 von 1000 Sales und hier habt, naja, noch keine Sales, ist ja klar. So. Jetzt haben wir, der macht nur Commercial, genau. Und da gibt's die beiden Boarding Desks. 1, 2. So. Wie spät haben wir es? 4.21 Uhr, das ist ganz gut. Ich mache ein bisschen schneller. Lassen wir die hier mal bauen. Sollen die mal hier alles schön bauen? Vor allem die Boarding Desks, dann kann ich die verknüpfen und dann kann ich hoffentlich auch die Medium-Sachen annehmen. Das wäre ja ganz nett. Würde ich mich sehr drüber freuen, weil ich glaube, die bringen dann richtig Geld. Wobei jetzt auch anscheinend, ich weiß nicht, was mir gerade richtig Geld bringt, aber pro Stunde sieht es gerade richtig gut aus. Und ich weiß noch nicht mal warum. Guck mal, die stehen jetzt alle hier. Oh ja, das, ich hatte ja Construction, wir haben ja jetzt 30, das heißt, wir könnten Dismiss 20 machen und so viel brauche ich dann nämlich jetzt nicht. So. Connect mit dem. Connect mit dem. So, und dann können wir sagen, open. Assistant requires. Richtig, richtig, richtig. Taxiway. So. Haben wir. Und jetzt können wir sagen, open. Und dann kann ich hier in den Flight Planner gehen. Heute ist Sonntag. Und sagen Commercial. Commercial, genau. So, Commercial haben wir. Und jetzt kann ich sagen, jetzt haben wir den hier als Medium. Dann kann ich hier gucken, dass wir hier. Warte, hey. No available check-in das found. Was braucht der denn? Weightless Medium müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Ja, aber ich habe doch jetzt Check-in Desk. Verstehe ich gerade nicht. Warum geht denn das nicht? Available check in this. Ach so. Brauchen wir hier noch einen zweiten check in desk? Huhuhu, das wird ein bisschen eng.
Wir machen mal für den hier. So, Q, und dann machen wir einen zweiten Check in das daneben. So. Und keine Ahnung, ob das super viel Sinn macht, aber wir machen es auf jeden Fall. Und lassen den mal bauen. Wie sieht es denn aus? Hier haben wir Commercial, hier haben wir auch Commercial. Da kommen auch Passagiere, das sieht ganz gut aus. Die gehen da durch. Und dann gehen die in den Bus. Und hier haben wir Sales 34. Und hier haben wir noch keine. Okay. Ich will ja auch die größeren mal tatsächlich hier gucken. No available check-in that's found. Ich verstehe es nicht. Brauchen die dann schon Baggage? Accepted. Das sind Flugdinger. Small. Medium stand and two check-in. Medium stand habe ich. Und zwei Check-in das. Also wir brauchen gar keine zwei Gates. Nur ein geht, aber zwei checken das. Aber die habe ich doch jetzt. Warum gehen die nicht? Das verstehe ich noch nicht. Also wenn mir einer sagen kann. Security Check-in haben wir zwei. Wenn mir einer sagen kann, warum das nicht geht, wäre ich sehr verbunden. Aber ich verstehe es gerade nicht. Ein Small Door machen wir daneben. Machen hier die Wand wieder zu. So. Bin echt verwirrt. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Also ich habe jetzt zwei Check-in-Des. Und ich möchte die... Ah, jetzt. Den kann ich machen. Geht das heute noch? Das ist small. Medium. 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 Und hier haben wir ein small, den machen wir nach da. So. Medium. Jetzt geht's auf einmal. Warum ging das eben noch nicht? Okay. So. Dann gucken wir mal. Einmal reparieren. Ja. Der füllt den hier auf und das Auffüllen bringt mir ein bisschen Geld. Das ist ganz nett. Die haben noch keine Sales. Die haben ein paar Sales. Jetzt kommen hier neue Leute. Die müssen jetzt hier alle durch. Ist ganz klar. Und hier Medium ist halt... Sekunde. Heute ist nichts mehr im Medium. Und ich habe jetzt auch alle Flüge hier schon mal voll. Das heißt, wir machen jetzt mal schnell Vorspulen. Zumindest sieht mein Geld schon mal ganz gut aus. Also ich habe einen positiven Wert. Da bin ich sehr froh drüber. Da sagst du hier 90%. Okay, alles gut. Alles super. So.
Und dann für heute jetzt nicht so viel, aber Montag, Dienstag, Mittwoch sind schon einige ganze Menge Flüge geplant. Was mich dann mal interessieren würde, kann ich irgendwie, was haben wir denn, ja, das locate. Ja, der ist, also ganz ernsthaft, welche sind, es gibt doch Türen. Guck mal, die borgen jetzt alle. Schön, das bringt Geld, das bringt Geld, das ist super. So, und jetzt wird's Abend. Und dann fliegt auch nichts mehr. Die Leute gehen nach Hause. Und der, also das verstehe ich nicht, weil ich habe doch eine Tür eingebaut. Warum gibt's denn hier keine Mauer? Warum ist denn da offen? Ich weiß nicht, wo der hin will. Jetzt ist er rausgekommen. Jetzt geht er da wieder rein und dann kommt er wieder nicht hin. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wo er hin will. Der, das ist ganz merkwürdig. Ernsthaft merkwürdig, was der macht. So, gut. Wir sitzen mal von unserem Construction. Wir haben 10. Und wir schicken mal noch 5 nach Hause. Weil, ich will jetzt erstmal sehen, ob das mit dem Großen klappt, ob das morgen hinhaut. Zwei, sehe ich schon. Contract not complete. Oh, in 0 Tagen und einer Stunde läuft der ab. Das heißt, den erfülle ich vermutlich nicht. Und der läuft ab in 4 Tagen. Uiuiuiui. Da müsste er jetzt schon eigentlich gelaufen sein. Die stehen auch schön hier. Die habe ich sehr ungünstig. Wo kommt denn der her? Der weiß ja nicht, wo er hin muss. Auch gut. So. Okay. Seine Contract. Ach so, man muss dann... entsprechende Sales machen und dann kriegt man ein Completion. So, und hier müssen wir ein bisschen umbauen. Das haben wir hier völlig dämlich gemacht. Die stehen so da dran. Das heißt, so. 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 Und so. Das bauen wir mal um. Ja. Aber ich mache tatsächlich Gewinn. Also ich mache dann komm ins Plus. Und das finde ich schon ganz gut. Ich bin mal gespannt, weil heute kommt hier das erste Medium-Flugzeug. Und ja, gucken wir mal. So. Wie kommen die denn da? Ach so, die wollen, deswegen, die wollen da ran. Und die habe ich zudem nicht gebaut. Und deswegen funktioniert das nicht.
so ein normales Items. Deswegen. Ah, hier, meine erste Maschine. Da kommt sie. Und, oh, guck mal, wie die Leute da rausströmen. Richtig, was los jetzt hier? Und hier schießen die Sales gerade durch die Decke. Naja, mehr oder weniger. Hier stehen sie jetzt alle rum und wollen alle was haben. Okay. Auf Klo waren auch eine Menge. Ich hoffe, schön nach Männern und Frauen getrennt. Und jetzt kommt der Bus und dann geht's los. Ab in die Stadt. So. Mach ich mal die beiden noch weg. No. Machen wir nicht. Die lehnen wir nicht. Ja, so. Kommen die nächsten Leute. Also, die arbeiten hier. Wie sieht's aus? 53. Hier, die haben wir 6. Ja, okay. Und dann gucken wir nochmal ins Dashboard. Passagiere gibt's, Flüge gibt's. Sehr schön. Das ist doch wunderbar. So. Flight Planner erledigt, erledigt. Der müsste eigentlich auch erledigt sein, oder? Muss ich dann neue Kontrakte machen? Nee. Economy hier. Contract accepted. To complete. Okay, aber hier sehe ich nicht. Contract not complete. Also sind alle noch nicht completed. Aber mal gucken. Oh Mist. Da hat sich gerade die Auf... Da habe ich gerade eine völlig falsche Taste gedrückt und das hat einmal die Aufnahme beendet. Ja. Muss ich dann zusammenschneiden. Aber ich hoffe, geht dann weiter. Ich hoffe, das war jetzt nur ein ganz kurzer Sprung für euch. Ich habe sonst nichts gemacht. Hier kommt das nächste, genau. Ich glaube, ich muss noch mehr Klos machen. Die stehen hier alle an den Klos an. Am Information Desk. Das, oh, und vielleicht noch eine zweite Busparkplatz, einen zweiten. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja. Also, dann machen wir mal hier einen zweiten Busstop. Machen wir hier hin. Das geht nicht. Dahin. Einen zweiten Busstop. Ja. Nope. So. Und Sidewalk. Und ein Bus-Shelter. Machen wir auch noch hin. So. Die stehen hier alle an und kommen da nicht weiter. Dann können wir nämlich mit zwei Bussen natürlich etwas mehr Passagiere auch befördern. Das macht ja dann Sinn. So. Dann gucken wir jetzt nochmal in die Contracts, in die Accepted Contracts rein. 1, 2, 3. Also wir haben noch keinen erfüllt. Aber das wird schon, das wird noch. Ich bin da zuversichtlich. Hier kommen jetzt Leute. Neue Leute. Aber die arbeiten. So, den ist halt falsch. Sales.
104? Wie viel Saves habt ihr? 8. Das wird schwierig. Guck mal, kommt hier nämlich schon der nächste Bus. Und jetzt stapeln sich hier die Busse schon. Also einen zweiten Busstopp gemacht und schon stehen hier 4 Busse rum. Nicht schlecht. Na, da kommt noch gar niemand. Na ja, gut, aber immerhin. Wir haben Busse. So. Gucken wir mal, wie die Flight Departures Boarding Closed. Dann sollte das ja eigentlich, naja, wahrscheinlich erst morgen früh losfliegen, weil nachts darf es ja nicht. Nope. Achso, doch, dann kann er, fliegt er jetzt los. Gucken wir mal Dienstag. Dienstag sieht auch ganz gut aus. Maple, Maple und Stripe Air. Stripe Air haben wir dann nur noch ein. Repair. Oh, das war mal dringend nötig. Clear. Meine Person kann einen Security Checkpoint nicht finden. Das ist doch hier. Was braucht die denn für einen Security Checkpoint? Ich habe keine Ahnung. So. Jetzt müssen wir nur warten, bis der nächste Morgen beginnt. Kann man das irgendwie vorspulen? Current Season. Genau. Restricted Flight Time. Also da dürfen eigentlich keine fliegen. Trotzdem heben die Kaninen da nachts abheben. Das ist ganz lustig. Der Fuel Tank ist hier 90 voll. Ihr seid auch. Müll und Reparaturen würden die auch noch haben wollen. Und ich glaube, für Müll und Reparaturen muss ich hier an Bord was machen. Ja, glaube ich. Baggage. Ja, das gucken wir uns das nächste Mal an. Auf jeden Fall bin ich so schon erstmal ganz froh, dass es läuft. Hier immer noch Leute hin und her haben laufen. Interessant. Dürfte ja auf jeden Fall in Kürze jetzt auch losgehen mit 105. Wieder mit Leuten. Genau, jetzt kommen hier schon langsam Leute und die kaufen auch was. Ja, hier kommen jetzt die Leute an. Das ist super. Erstmal alle auf Klo rennen. Wow. ist leicht voll hier gerade. Und jetzt sitzen sie hier alle. Und da können die auch mal was kaufen. Und die haben... Oh ja, das dauert alles noch ein bisschen. Aber... wir machen mal hier noch so eine Sitzreihe hin. So, noch ein Gate-Seating. Man müsste so kleinere Sitzgruppen auch noch machen können. Das wäre ganz sinnvoll. Jetzt kommen sie hier raus, alle. Und hier könnte ich auch noch mal irgendeinen Klobereich machen. Oder hier oder so. Aber sieht gut aus. Es scheint zumindest erstmal irgendwie zu funktionieren. Ja. Das boardet hier jetzt.
Da kommen Leute. Das gibt Geld. Das gibt Geld. Das ist super. So. Dann gibt es Situationen, da ist dann richtig viel voll. Medium, das dürfte bald abheben. Das Small dürfte auch bald abheben. Das hier. Und dann müsste ich hier ein... einen Kontrakt erfüllt haben, oder? Nope. Ihr könnt alle losdüsen. Ich überlege, ob ich noch eine zweite Runway mache. Und vielleicht, na, ich weiß noch nicht. Okay, ich mache erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und mal gucken, was wir dann machen. Können ja noch, also können prinzipiell viel größer bauen. Und vor allem hier müssen wir irgendwas machen, noch ein zweites Security-Ding bauen. Oder vielleicht hier noch ein zweites Ding anbauen, wo dann auch noch Security und so weiter ist. Das ist nämlich gerade ganz schön voll. Okay, bis zum nächsten Mal.